Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem zweiten Teil von ja, Payday 2. Wir haben einen neuen Auftrag gewählt, gibt ein bisschen mehr Cash. Dauert wieder einen Tag, warum ich jetzt minus 1% Erfahrung bekomme, keine Ahnung. Das Ziel, beziehungsweise die Mission heißt Einkaufszentrum Crusher. Die habe ich im Solo vorher schon einmal gespielt. Ja, ist schon etwas schwieriger als das, was wir im ersten Teil gesehen haben. Man muss halt rumlaufen und alles Mögliche kaputt machen, aber das werdet ihr auch gleich sehen. Töten. Und es gibt im ersten Stock nur einen Juwelier, den man ausrauben kann. Ansonsten muss man halt ja so viel rumlaufen und Sachen kaputt machen, wie es nur geht. Aber wir sind Level 1, wir schaffen das schon. Ja, wir sind ja schon Level 1, genau. Schon. Schon Level 1. Ja, dann würde ich sagen, starten wir die ganze Sache mal. Und natürlich ist der Mu wieder dabei. Und ja, dann kann ja eigentlich nichts schief gehen, ne? Ja, genau. Die Vorstellung habe ich ja ganz vergessen. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja. So bekannte Gesichter habe ich mir gedacht. Die muss man jetzt nicht vorstellen. Die erkennt man an der Stimme. Ja, im Video sieht man ja auch immer die Namen, aber ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja egal. Yes. Ja, ich muss mal nochmal am Desktop springen, weil mein TeamSpeak wieder sich runtergeregelt hat. Ja, ich habe hier kein Echo, also ich höre das hier nicht und ich weiß auch nicht, wie ich das einstellen soll. Und ab Ich ist glaube, ja wir immer kommen sehr hier lustig, wie rechts. diese Warte mal, Arzttasche an mir aussieht. lass hier links hoch. Ja, bei mir fehlt Hopfen. jetzt leider ein Stück in der Aufnahme, weil ich musste gerade nochmal die Aufnahmetaste drücken. Naja, was soll's. Ja, da vorne ist der Juwelier, seht ihr schon. Da sind die Schmuckkettchen und so. Den werden wir jetzt einfach erschießen. Nein, 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 das gibt Minuspunkte. Aber Winde haben wir noch gar nicht dabei. Masken aufsetzen. Wer meine Geisel? Vielleicht ducken, oder? Dann laufen alle an uns vorbei. Zu Ja, spät. genau. Hier ist normalerweise der Tresor gewesen. Ja, das war in PD1 auch schon so, dass sich die Maps immer verändern und. Mal alles schön mitnehmen hier, die ganze Kohle. Ja. Hier vorne muss noch jemand Schmuck mitnehmen. Wollt ihr jetzt wieder nicht? Wollen wir weitergehen? Ich glaube, wir haben ja alles. Nee, noch nicht alles. Hier den Schmuck noch. Kann den keiner mitnehmen hier? Du musst Niemand F von uns kann gedrückt den halten. mitnehmen. Ja, bei mir geht's nicht mehr bei dem Schmuck. Also ich habe ihn schon. Also ich habe schon einmal Schmuck. Ja, ich auch. Ja, dann. Oh, genug Schmuck. Was ist das jetzt hier? Wein? Wir müssen einfach nur kaputt machen, ne? Ja, aber nicht schießen, am besten hauen. Aber ich würde den Wein gerne mitnehmen. Ja, hätte ich auch nichts gegen. Du wärst betrunken, weil du machst einfach den Mund auf, wenn die Flaschen zerplatzen. Ja. Warum ist jetzt hier keine Kasse? Naja, die waren das letzte Mal auch nicht. Wer hat denn den Zivilist getötet? Oh, ist der da an mir vorbeigelaufen und hab den umgehauen oder was?
Also viel zum kaputt machen gibt es hier nun aber auch nicht unbedingt, ne? Nee. Nee, das war auch mein Problem eben, als ich alleine gespielt habe, weil die NPCs, die machen ja nichts. Musst du alles alleine machen. So, ich habe hier 170 Sekunden, bis das Safe auch ist. Okay. Hier ist ein Fitnessstudio, ich gehe so lange ins Fitnessstudio. Ja. Dann muss ich so mal wieder hin. Im Autohaus ist auch ein Safe. Oh, Sniper auf den Dächern. Put. Bleibt einfach in den Läden. Ich will das Auto haben. Zerstöre Dinge im Wert von $50,000. Okay, ja. Machen wir die ganzen Laptops hier kaputt. Ja, genau. Gibt es auch einen Bonus, wenn wir hier die Scheiben einfach ein bisschen... Na, ich glaube schon. Ja, es wäre schön, wenn das irgendwo angezeigt wird. Sniperdach. Ja, das war's. Wartet auf den Hubschrauber. Also ich will den Safe hier noch mitnehmen. Ja. Ja. Gute Geld. So. War nur $1,000 in dem Safe. Boah. Räumst du ihn aus, ja? Ja, war nur $1,000 drin. Wenn ich mir die ganze Zeit mit meinem Blut verteidigt habe. Boah. Ups. Der Bohrer drin. Wo müssen wir denn hin? Gute Frage, also hier steht ja nur, wartet auf den Hubschrauber. Kannst zumindest dein Geld da mal wegschmeißen, was du mir hier geklaut hast. Oh, jetzt wurde ich getroffen. Kriegt doch sowieso jeder, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, keine Ahnung. Ja, I need a Medivac, müssen sie auf jeden Fall beibehalten. Okay,
wir spielen halt auf extrem und da kann das schon mal passieren. Ja, ja, richtig, richtig. Gerade wenn man Level 1 ist. Ja, ah, okay. Ich wollte gerade befreien. Ja. Und ich bin jetzt auch tot. Scheiße, da komme ich jetzt nicht durch. Ach, TJ. Kommst du jetzt hier nicht mehr durch die Scheißtür? Gefangenenname 10, 9. Aber wir müssen einfach geradeaus laufen, so wie ich das sehe. Okay. Oh, 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 oder auch nicht. Ja doch, bleib hier stehen, bleib hier stehen. Ja, hier muss es doch irgendwo eine Positionsanzeige geben. Ja, wir müssen runter, glaube ich. Ja, nee, wir müssen nach oben bleiben, dann holt der Helikopter uns ab. Wo werde ich denn beschossen, ey, dämliche Scheiße? Oh, da war eine Geisel dabei. Von wo denn bitte? Von nach unten, glaube ich. Ja, da ist der TJ Player. Und da hockst du dann im Knast. Ich glaube, wir können jetzt Geiseln umtauschen. Oh, nee. Ah, jetzt klingelt das Telefon bei mir. Nachher geht's nicht hoch. Ich dachte schon, weil hier eine Treppe ist. Ach, da ist jetzt dieses Fluchzeichen. Das unten, oder? Ich denke ich mal. Ach nee, wir müssen vielleicht oben bleiben, dann bist du oben nach oben gezogen dann halt. Scheint oben zu sein, oder? Ja. Muss oben stehen bleiben. Oben auf der Brüstung. Ja. So, da bin ich wieder. Ja, ich bin auch in 30 Sekunden wieder da. Wir müssen nach oben auf. Ja, wir müssen auf diese Brüstung. Hatte ich ja schon gesagt. Och. Oh, von überall schießen die auf mich. Sniper oben. Versuch ihn zu retten. Ah. Deine Tasche ist noch da vorne. Die können wir nicht nehmen. Ich hab's. Können wir da jetzt einfach nur hinrennen oder was ist da los? Ja, wenn ich das. Ich würde es ja gerne ausprobieren, aber. Oh, 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 oh. Irgendwie. Scheint es nicht so zu sein. Doch, doch, ich hab die Stück gespielt, da war das auch auf der. Okay. Auf dieser komischen Brüstung. Da müssen wir vielleicht alle hier hin. Ja, sind wir ja, ne? Ah! Ja. Gut. Puh, ich war auch fast tot. Ja, sehr gut, meine Freunde. Das war dann die zweite Folge von Payday. Einkaufszentrum Crasher. Und jetzt kriegen wir erstmal ein fettes Level up. Ja.
Yes, yes. Und können wir da einen Fertigkeitspunkt verteilen? Die Cross-Kill-Pistole kann jetzt gekauft werden und die Mark 10 Maschinenpistole kann auch gekauft werden. Ja, jetzt sind wir natürlich unschlagbar, ne? Also wisst ihr Bescheid. Die Cross-Kill war ein Payday 1, eine relativ gute Pistole. Kleines Allrounder-Ding. Ja. Ja, super. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und abonnieren nicht vergessen und liken und so weiter und so fort. Will noch jemand was sagen? Nö. Ich habe Hunger. Ja, ich auch, immer. Okay, dann bis dann. Tschüss. Jo. Ciao, ciao. Tschüss.